Jo, Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Also, heute ist ein YouTube-Video, Freunde. Ich dachte mal, Freunde, ich mache mal ein YouTube-Video, Freunde. Wie soll ich das euch erzählen? Also, es gibt ein paar Neuigkeiten. Also, es gibt Neuigkeiten wegen, wie soll ich sagen, mein Leben. Ich werde auf jeden Fall morgen, also am Donnerstag, jetzt morgen am Donnerstag, einen Arbeitsamttermin haben, habe ich schon mal gesagt. Dann werde ich auf jeden Fall am Dienstag kommen, dann so ein neuer Betreuer. Also früher war es ja der Andi, kennt ihr von früher noch, mit dem ich vorbei jetzt. Grüße gehen raus. Kommt jetzt am Dienstag, der 25. jetzt am Dienstag, neuer Betreuer. Der will mich kennenlernen, will die Wohnung anschauen. 11 Uhr kommt er, dann tue ich mich kennenlernen. Und dann hilft er mir bei Wohnungen, bei. Einen Moment, muss meine Hand kurz kratzen. Hilft er mir bei Wohnungen. Hilft mir bei allgemein alles. Und genau. Dann gehe ich da hin, Freunde, und dann, also er kommt da hierher und dann werden wir auf jeden Fall Sachen besprechen. Und genau, das heißt, die zwei Sachen sind schon mal positiv, die gehen weiter. Ich wollte euch einfach mal so ein kleines YouTube-Video machen zum Thema und dass ihr einfach mal so auf dem neuesten Stand seid. Und genau, was ich noch sagen wollte, das ist das Traurige und dann ist das Thema für mich auch geklärt. Ich will jetzt niemanden Namen nennen, gar nichts. Ich habe einfach einem Mensch mal erzählt, dass ich Videos mache auf YouTube. Genau, ich mache Videos auf YouTube, dies, das. Und es gibt Leute, ich sag jetzt nicht wo, wer, was, weil sonst wisst ihr ja, hat dem, also Mann und Frau, das kann ich ja sagen, ein Mann hat eine Frau gesagt, guck mal, der hat ein Video über mich gemacht oder über uns ein Video gemacht. Das Problem ist, ich habe das Wort euch alle im Mund genommen, ich habe mal ein Video gemacht, wo ich, also ich sag jetzt nicht was, weil sonst wisst ihr ja was, weil manche Sachen sind in privat und ich habe keinen Bock noch mehr auf Stress. Deswegen, ich habe ein Video gesagt, alle, habe es aber nicht so gemeint. Ich habe nur ein paar Personen gemeint, habe aber keinen Namen genannt, sondern ich wollte einfach nur sagen, ihr zwei, ohne Namen wollte ich sagen, aber ich habe halt gerade ihr alle. Seid einfach, ich habe halt ein Wort halt gesagt, wie soll ich sagen, ich habe halt einfach Arschlöcher gesagt. Und damit habe ich ja nicht, also jetzt wollt ihr, seid ihr neugierig neue und wollt es wissen, aber ich sag's euch nicht, Freunde, weil es ein bisschen privat ist. Und ich habe halt gesagt zu demjenigen halt, ich habe halt nicht dich gemeint. Und ja, jetzt wollte ich einfach nochmal im Video sagen, dass ich zwei, drei Leute nicht gemeint habe, aber die anderen sind damit gemeint. Aber wie soll ich sagen, Freunde? Es ist jetzt schwer zu erklären, weil sonst wisst ihr es. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Weißt du, jeder macht mal Fehler. Und jetzt kommt das Traurige. Ein Mensch hat mich mal gefragt, was ich beruflich mache. Dann habe ich halt gesagt, geht ihm nichts an. Oder habe ihm halt erzählt, dass ich YouTube mache. Derjenige hat es nie geglaubt, hat er einfach Pech gehabt. Das ist mir aber dann scheißegal. Komischerweise fragen mich dann die Leute ein paar Wochen, Monate später, was arbeitest du wieder? Ich hasse Leute. Warum? Was geht es euch an, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Ihr regt mich überhaupt, Mann. Wenn ich einmal sage, ich mache das, dann diskutiert doch gar nicht, Alter. Das regt mich richtig auf, Alter. Und ich will jetzt keinen Namen, ich könnte richtig am Arsch, ich könnte alles kaputt machen, Digga. Aber glaub mir, derjenige wird dann nicht mehr aufstehen. Aber egal, Freunde, ich will jetzt niemanden drohen, ich sag keinen Namen, ich sag gar nichts, Digga. Ich habe jetzt auch niemanden gar nicht genannt, wie was. Derjenige wird das Video auf jeden Fall sehen, Alter. Es ist traurig, Alter, Freunde, es ist echt traurig, Digga. Und hat derjenige das halt gleich weitererzählt und hat halt gesagt, ja, ich hab halt das Wort Arschloch gesagt halt. Aber ich habe damit nicht alle gemeint. Ich habe dem nur zwei, drei Leute gemeint. Ich möchte jetzt keine Leute. Wo, was, wie es halt, sage ich jetzt nicht, ist privat. Derjenige weiß auf jeden Fall wo. Der weiß, was meine ich. Und ich habe nicht alle gemeint, ich habe nur ein paar gemeint. Aber derjenige hat es halt natürlich wieder jemand anders weitergepetzt. Und mit denen hatte ich immer guten Kontakt. Und mit dem werde ich jetzt keinen Kontakt mehr reden. Ist mir scheißegal, ob ich den jeden Tag sehe oder sonst irgendwo. Der hat mein Leben nicht zerstört, aber er hat so viel schon verheimlicht und ich habe immer gedacht, Digga, eigentlich, Alter, warum du sag ich nicht nie mehr Hallo? Aber ich wollte einfach nur abwarten und jetzt werde ich diese Person nie mehr Hallo sagen. Warum soll ich Hallo sagen, wenn
ein Mensch immer den Mund halt gehalten hat und hat auch mal ein bisschen was geredet über mich oder gelästert über mich. Aber ich habe gedacht, komm, lass mal, gib's denjenigen noch Chance, aber ich habe einfach zu viel Chancen gegeben. Und deswegen gebe ich auch keine Chance. Ich werde denjenigen einfach keine Aufmerksamkeit geben. Ich werde einfach dabei vorbeilaufen und fertig. Weil ich gleich habe im Video gesagt, das Wort halt, das sagt man halt nicht, aber anders haben sie es halt nicht verdient. Und wenn ich sage, dann tut es mir auch leid, dann entschuldige ich mich. Aber natürlich im Nachhinein denkt man, okay, man hat Scheiße gesagt. Aber es geht einfach darum, Freunde, Alter, dass derjenige, das dann den links oder den da oben links, oder keine Ahnung, einfach jetzt egal wo, auf der Straße jemand erzählt, ist egal wo, ich sag jetzt nicht wo. Wenn jemand, und derjenige hat, also Freunde, warum muss derjenige petzen? Derjenige hat mein Video gesehen und muss dann gleich sagen, ey, guck mal, was der Alberto gemacht hat. Digga, was ist los bei dir? Warum, Alter? Tu mir einen Gefallen, Digga. Ich sag nichts, Alter. Schön, du bringst mich über, machst mich aggressiv, Alter. Egal, Digga, Freunde, ich wünsche euch einen schönen Abend, noch gute Nacht, keine Ahnung, wann das Video schaut. Und jetzt ist das Thema für mich geklärt. Ich will da nichts mehr drüber reden. Es kommen nur noch Themenvideos. Es ist auch ein Thema. Aber manchmal muss man einfach so eine Ansage an manchen Leuten machen, weil die es einfach nicht verstehen. Es ist einfach so. Und letztes Mal bin ich auf der Straße gegangen, habe ich so einenjenigen, der hat mir mal Hallo gesagt. Und dann sagt ich Hallo. Er sagt, bin ich Hallo. Digga, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht, Digga? Digga, willst du mich verarschen, Alter? Digga, tu mir einen Gefallen, Digga. Sei einfach leise, Digga. Sei einfach leise. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Ich sag, wird ja schon reingehauen. Abonniert gerne meinen Kanal, gebt einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocke. Gute Nacht. Psst. Tschüss, Freunde, bis dann.